Tja, das sind die Borgmänner in Berlin, direkt für Sie vom Brandenburger Tor zum Lenntor. Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen hier bei uns in unserem kleinen Theater. Also wir befinden uns hier gerade am Kudamm. Raum und Zeit ist relativ, ja, so entzieht man sich dem Augenblick. Und vor dem legendären Kaffee Kranzler, das war so in den 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren eigentlich so das Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. Es war auch natürlich Symbol unserer Nachkriegsgeschichte, weil hier auf dem Kudamm sich ja die großen symbolhaften Werte verkörpert haben, wie das Kaufhaus des Westens und eben das berühmte Café Kranzler, das für Sahnetorte, Wohlstand und Wohlgefallen und gute Saturiertheit stand. Die Borgmänner aus Landshut sind ja auf der Suche nach einem Überthema, was uns mit der Arbeit, die wir jetzt im November anfangen wollen, mit dem jungen Gabriele Borgmann, was uns, wie wir darin in der Wirklichkeit vernetzt werden, wie wir uns gegenseitig in verschiedenen Städten in dieser Geschichte wiederfinden könnten und als Ort, wo wir glauben, dass das der richtige Ort sein könnte, wie dieses Kranzler, ja, dieses Café Kranzler, ja, da sind wir jetzt zusammengekommen und wollen versuchen jetzt damit spielerisch umzugehen, was es bedeutet, hier in diesem Café zu sein, was auch eine entsprechende Geschichte hat. Das Café Kranzler war hier über das gesamte Eck eben als Café ausgestattet und mit der Wende kamen dann irgendwann die Spekulanten und die Bodenpreise und die Mietpreise schossen in die Höhe, mit der Konsequenz, dass irgendwann vor 10, 12 Jahren die Mieten so hoch wurden, dass das Café das nicht mehr tragen konnte. Das war natürlich damals eine große Erschütterung, auch in der Stadt selber, weil natürlich man sich als Berliner schon sehr mit diesem Café Kranzler identifiziert hat. Nach langen Verhandlungen war es dann doch so, dass man den obersten Kranz sozusagen dieser Sahnetorte erhalten konnte, denn die Idee war ja auch vom Gebäude her eigentlich so ein Kucheneck zu zeigen und sozusagen die oberste Krone dieser Sahnetorte, die konnte dann mietrechtlich erhalten bleiben. Ich finde das ein gutes Bild dafür, was Krise, was Veränderung anbelangt, was Wachstum anbelangt, was Kapitalismus anbelangt, was wirtschaftliche Veränderungen anbelangen. Und ich glaube, an diesem Kranzler sieht man, dass es Entwicklungen gibt, aber nicht jede Veränderung muss eine wirkliche Entwicklung sein. Ja, und das ist so eine Parabel, die auch irgendwas mit dem Stück zu tun hat. Wir wollten beweisen, dass wir nicht unbedingt in Berlin nach den Borgmännern suchen müssen, aber dass Berlin ein guter Ort ist, diese Suche zu beginnen. Heißt, in der Welt sein und in Berlin zu sein und das Lenntor, den Weg aufzuzeigen vom Lenntor zum Brandenburger Tor und dass wir in einem solchen Stück wirklich übergeordnet hier uns in unserer Weltsituation beschreiben dürfen. Und deswegen fanden wir das einfach einen schönen Aufhänger, dass anhand dieser doch etwas ironisierenden und aber durchaus sinnstiftenden Aktion zu machen. Ja, also vom Lenntor zum Brandenburger Tor oder umgedreht, weil es ja um Fragen der Macht geht. Macht und Zerstörung, eigentlich sind es zwei perfekte Symbole hier. Das ist die Urbank, das ist die richtige Bank, nicht die. Die Bank kommt daher, dass man ein Objekt, um sich hinzusetzen. Aber Bank ist doch ein deutsches Wort. Die Krise bedeutet für mich oder auch bedeutet für mein Theaterschaffen eigentlich immer, ich sehe darin immer den Möglichkeitsraum und den Gestaltungsraum. Und erst dann, wenn man Grenzen unmittelbar analog erfahren kann, können sich darüber hinaus neue Räume erschließen. Und Evolutionsgeschichte, auch die Zivilisationsgeschichte, ist immer Krisengeschichte. Das Stück ist 1898 geschrieben, ja. Und die Figurenkomplexität
in, ja, die, die eben Ibsen kreiert, die geht sehr, sehr weit in psychologische, analytische Fragen. Und das Interessante ist vor allem das Systemische, was den einzelnen Figuren und der Konstellation seiner Dramaturgie zugrunde liegt. Und da liegt eine unheimliche Modernität. Also diese Krise, die ausgelöst ist durch sein Spekulieren, was er auch dann, wie ich das so gelesen habe, auch der Bank ja Kopf und Kragen gekostet hat, ja, hat ein totales Ungleichgewicht in dem Familiensystem insistiert. Und die Dramaturgie, die wir eben wirklich hier von Ibsen bekommen haben, die macht uns eben möglich, dass wir aus ganz verschiedenen Perspektiven hier erkennen, was bedeutet innere Krise, wo wird innere Krise zur äußeren Krise. Und das macht, glaube ich, den Reichtum dieses Stückes aus und auch die Auseinandersetzung, auf die wir da stoßen können. Er geht raus mit einem Trugbild, was er, dessen Bestandteil er ist und es auch glaubt zu wissen. Ich glaube, er geht raus und dann stirbt er ja diesen, er stirbt ja am erkalteten Herz. Ja? Er geht in die Kälte hinaus und schläft ein, also kriegt den Herztod. Ja? Aber ich glaube, er sieht am Schluss darin wahrscheinlich die Chance, letztlich ein Gleichgewicht in dieser Familie herzustellen. Denn es ist ja so, dass dann am Schluss die beiden so lange zerrütteten Schwestern ja, sich dann gegenseitig die Hand geben und eigentlich dadurch, dass er weggeht, ein systemisches Gleichgewicht entsteht. Krise bedarf tatsächlich schlussendlich immer eines Ausbruchs und eines Aufbruchs. Und es passiert ja, auch wenn es dann letztlich nur ein Aufbruch in natürlich, den Tod ist. Wir erleben ja in dem Borgmann die Krise, die durch eine Spekulation stattgefunden hat, die dann dazu geführt hat, dass jemand eben sich in einem nicht rechtsfreien Raum bewegt hat, einfach eine Straftat begangen hat, dass der Mensch aus einem wirtschaftlichen Geldsystem kommt, Karriere machen wollte und der aber bedingt durch so einen Umstand, dass er auch dann im Gefängnis war, ja, in eine innere menschliche Krise geworfen wird, die uns zeigt, wie eben sozusagen die übergeordneten Ideen, die dazu führen, mich in einem Geldwirtschaftssystem zu befinden und mich daran zu bereichern, einen Glaubensaspekt zu entwickeln, um den Kapitalismus eben auch zu verkörpern. Dass was passiert mit einem solchen Menschen, wenn er sozusagen aus dem bestehenden System ausgespuckt wird und wenn er nicht mehr dem angehört. Und diesen Zerfall, auch diesen Zerfall an Zerrüttung und an Zerstörung, den diese Familie erlebt, diese Auswirkungen, die finde ich, die sind spannend und interessant. Das Ganze ist ein riesengroßes Spiel, dieses Börsenspiel, und es hängt tatsächlich auch damit zusammen, was wir vorher schon gesagt haben, dass Geld und diese materiellen Werte, die damit in Verbindung stehen, nur noch eine reine Glaubensfrage sind. Dieses Geld ist an sich ja reell nicht vorhanden, mit dem spekuliert wird. Das Ganze ist tatsächlich nur eine Fantasiegestalt, die nur dann wirkt, wenn man an die Macht des Geldes überhaupt glaubt. Und wenn dieser Glauben aus irgendwelchen Gründen zusammenbricht, wenn also Gegenwerte diesen Wert nicht mehr haben, wie zum Beispiel die Immobilien in Nordamerika, dann fängt tatsächlich eine große wirtschaftliche Krise an. Und das ist letztlich nichts anderes als eine Glaubenskrise. Und die Frage ist, die sich den Borgmännern dieser Welt immer stellen muss, ist, habe ich irgendeine Alternative zu diesen rein materiellen Werten? Und das ist unter anderem eine Frage, die sich stellt. Und die Frage stellt sich dann auch im Zusammenhang damit, dass diese immateriellen Werte keinen realen Ort haben, an dem man sie festmachen kann. Und das war dann halt so, dass man dann, sind die Jungs gekommen, die hatten halt nicht mehr als ihre Bank und dann haben sie sich auf den Platz, auf die Bank gesetzt und haben sie ihre Geldgeschäfte gemacht. Wird aber noch recherchiert. Eigentlich, für mich, wenn ich jetzt konkret im Speziellen über den Charakter nachdenke, ist ein zentrales Motiv vom Borgmann selbst Betrug. Was hätte Borgmann machen müssen? Erkennen, hat er wahrscheinlich nicht gemacht, Fehler erkennen. Ich glaube, er hat nicht erkannt. Ja, das ist eigentlich das Ödipus-Thema, nicht? Dass man
diese innere Sicht, also das ist ja diese innere Sicht, das Sehen nicht als etwas, ich sehe die Welt, sondern ich, das Kontemplative, ich erkenne in mir die Betrachtung von Wirklichkeit. Ja? Und ich glaube, das ist das, was Kunst generell versucht, ja? dass der Mensch auf seine eigene Betrachtung, auf seine eigene Vorstellung und dadurch auch auf seine eigenen gestalterischen Möglichkeiten zurückgeworfen wird und uns dadurch befreit, weil wenn wir selbst Gestalter sein können, dann brauche ich nicht die Produkte. Ja? Und ich glaube, diesen Weg, den Menschen in dieser humanistischen Tradition zu sehen, ist Ibsen durchaus in einem christlichen Wertekanon gegangen. Bei sich sein, mit einem anderen zusammen bei sich sein und durch sich im anderen. Ja? Also das ist dann wieder sehr goetheanisch, nämlich der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, durch die er sich und sich in ihr gewahr wird. Und er hat sich in das System begeben und hat es dann nicht bekämpft oder hat versucht, sich dagegen zu wenden. Und er ist verführt worden, in einem System eine Position zu bekommen, um, ja, ich würde mal sagen, um Sublimierung stattfinden zu lassen, um, ja, Mangel, den er hat, in seinem menschlichen Dasein zu kompensieren. Wie so ein äußeres Wertesystem eine innere Wertigkeit zerstören kann. Wie nimmt er jetzt auch in der jetzigen Entwicklung von Psychologie, dass jetzt die Fragen nach dem Systemischen immer wichtiger werden? Ja? Also der ganzheitliche Zusammenhang von Einzelschicksalen, die sich wiederum in Gruppenschicksalen widerspiegeln. Und da ist es natürlich, wenn man sich das anschaut, ist es wie ein Lehrbuch eigentlich an moderner systemischer Psychologie, eine Fallstudie. Es ist ein innerer Prozess, ja, der letztlich hinter einer Vision steckt. Aber das Scheitern dieser Vision finde ich ein ganz wichtiges Thema. Das Verlieren dieses Wertekanons, der dahinter steht. Und das Wichtige, glaube ich, was du auch angeschnitten hast, ist, es wird ganz oft auch im Stück beschrieben, Macht. Und wir müssen aufpassen, jetzt nicht irgendwie das Stück aus einer bestehenden Moral heraus zu analysieren, sondern hier sehen wir Macht unter den Vorzeichen der Sublimierung. Also Macht hat was mit Erotik zu tun, Macht hat damit zu tun, mich zu gestalten, mich auszudrücken, zu ermöglichen. Ja. Überhaupt die Idee auch dieses Treffens war ja, dieser Borgmann nicht als etwas zu begreifen, was auf eine einzige Person zu reduzieren ist, sondern Borgmann ist etwas, was irgendwo ja, in jedem Menschen, ich glaube vor allem in den Männern natürlich vorhanden ist, ja, in dem Job, den man tut, etwas Visionäres, etwas Aufbrechendes zu tun, was man legitimiert. Materialisierung darf uns in unserem Bewusstsein nicht bestimmen. Und den Schnittpunkt müssen wir ausloten. Da sind wir wieder bei dem Humanismus von Ibsen, dass eben die Wahrheit ist, dass das letzte Verständnis nur durch Liebe zu erhalten ist. Ja? Naja. Und was nützt dir aller Besitz? So, jetzt ist die Frage, ob uns diese Kamera auch aufnimmt. Die nimmt uns auf. Und es stellt sich ja letzten Endes auch die Frage nach der Alternative dessen, wo John Gabriel Borgmann bisher auch intellektuell und ideell gelebt hat. Ja. Und da stellt sich wieder die Frage nach dem Aufbruch und dem Ausbruch in etwas anderes, in eine Alternative. Und die Frage, was könnte die Alternative sein? Ja. Was liegt jenseits von dem Reichtum? Was liegt jenseits von Reichtum? Wie kann ich eine Kultur mit mir im Umgang mit anderen entwickeln, die zu einem Lebensreichtum, zu einem inneren Reichtum, zum Wachstum führt und das ist eben nicht ausschließlich an materiellen Dingen festzumachen. Und ja, und da kommen wir wieder auf diese Fragen, die wir vorhin ja hatten, dieser tiefe Humanismus, der eben Ibsen in seiner Welt sich zugrunde liegt, dass er eben glaubt, ja, dass es einen Humanismus gibt, der, wenn wir bewusst Verständnis haben für eine solche Welt und
Prozesse verstehen, dann können wir uns davon lösen. Und dann können wir uns emanzipieren. Und das ist ja der große Aufschrei, der von Ibsen immer ausgeht. Die Frage, um die es mir letzten Endes geht, ist, wenn wir eine Alternative suchen, einen alternativen Raum jenseits dessen, den die Gesellschaft ja mit Geld und Kapitalismus und so weiter und so fort vorgibt, ob wir bei dieser Suche nicht auch ganz einfach im Theater landen können. Ja, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, wie man für sich seine künstlerische Arbeit begreift. Und ich glaube ja schon, es gibt zwei Möglichkeiten, sich der Welt gegenüber zu verhalten. Die eine, dass man eben in einer Form der Materialität sagt, ich erschaffe die Welt. Ja, sehr martialisch, sehr brachial, so wie wir das ja auch in zunehmendem Maße immer mehr erleben. Ja, oder, und ich glaube, das ist die Dimension, die das Theater ausmacht. Oder wir machen Welt erlebbar. Der Künstler hat die große Chance, so in innerem Kontakt zu sich und seinen Empfindungen und seinen Gedanken und seinen Zweifeln zu sein, dass dadurch natürlich schon, wenn du Künstler um dich herum hast, einfach andere Werte der, ja, der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man gemeinsam Dinge erlebt, weil man sich ständig vor Augen führt, was wollen wir erlebbar machen, was wollen wir gemeinsam, welchen Erkenntnisraum wollen wir gemeinsam für andere erschließen, und dadurch, ja, lebt man schon gemeinsam andere Werte. Und ich glaube, auch das ist das, was ein Künstler ja in die Gesellschaft tragen kann, bis zu einem gewissen Grad vorzuführen, vorzuleben, dass man auch andere Motive hat, sich sinnvoll und sinngebend und sinnstiftend in einem Beruf wiederzufinden, jenseits der materiellen Begründungen. Es ist ja wohl in der Tat so, dass also bei Borgmann, der ja nun seine 8 Jahre oben in seinem ersten Stock ist, ja immer wieder auch der gleiche Gedanke um und um geht. Er will es nochmal machen, er will es nochmal versuchen und dann wird es richtig gut und so weiter und so fort. Das ist ja auch unser Wirtschaftssystem schlechthin, weil wer sich mit Wirtschaftsgeschichte befasst, wird feststellen, dass vor 120 Jahren diese Blasen an den Börsen auch schon geplatzt sind und auch schon Hunderte und Tausende von Leuten ihre Arbeit verloren haben. Und dieses System sich immer alle 20 Jahre wiederholt. Das ist immer dasselbe. Und es geht tatsächlich um die Frage, habe ich die Möglichkeit, da rauszukommen? An den inneren Kern unseres Menschseins, sich langsam Schicht für Schicht hinzubewegen und ja, die sich als integriertes Etwas zu begreifen, was einer ständigen Entwicklung vollzogen oder unterzogen ist, aber darin Lebendigkeit immer wiederum neu zu erleben. Und das ist nicht etwas, was vom Materiellen abhängt, oder im Gegenteil, ich glaube, dass die Kraft, die Gravitation von Materialität und von Geld, von Besitz, eher das verhindert, uns in unserer Lebendigkeit immer wieder erlebbar und durchlässig machen zu können. Und wieder auf den Humanismusgedanken von Ibsen zurückzukommen, ich glaube, das sind schon Bewusstseinsprozesse, die er mit seiner Dichtung kommunizieren wollte. Immer wiederum dieses Verständnis, dieses innere Verständnis aufzubauen, das wir als Menschen haben müssen oder sollten, um lebendig zu bleiben. Und das tut eben Ibsen mithilfe seiner Kommunikationsform des Dramas sehr erfolgreich, als spirituellen Ort, als geistigen Ort, den wir jetzt schon seit 200 Jahren geben wir dem Bedeutung. Ja? In der Form, denke ich, kann eben dann Theater auch in gesellschaftliche Prozesse einwirken, um solche Dinge transparent zu machen. Tschüss! So doof habe ich mir es gewünscht.